Hallo und herzlich willkommen zum neuen Start eines Let's Plays auf meinem Channel. Es geht wieder um ARA History Untold. Diesmal spielen wir auf dem 1.1 Patch und wir werden dieses Mal nicht als Kanada spielen. Auch wenn der nette Gentleman hier gerade neu ins Spiel dazugekommen ist mit dem neuen Update. Nein, ich habe mich gegen Kanada entschieden. Ich möchte als jemand ganz anderes spielen, nämlich als Otto von Bismarck. Otto von Bismarck ist jemand, der sehr, sehr gut ist, was Krieg angeht, sehr, sehr schlecht ist, was Wissenschaft angeht. Und ich denke, das könnte sehr interessant werden, vor allen Dingen, weil wir jetzt eben auf einer höheren Schwierigkeitsstufe spielen. Wir möchten jetzt auf Großherzog spielen. Das bedeutet für uns, dass wir uns extrem anstrengen müssen. Großherzog ist meiner Meinung nach die einzige noch schaffbare Schwierigkeitsstufe, die man ohne irgendwie das Spiel ausnutzen zu wollen oder Glitches zu nutzen, gut schaffen kann. Zumindest solange man die Aktübergang-Vernichtung angeschaltet hat. Wir spielen mit 20 Nationen auf der neuen Weltkarte. Ich bin sehr gespannt. Es wird sehr, sehr eng werden. Es wird sehr, sehr voll werden in Europa. Das heißt, wir werden sehr früh Krieg haben. Noch ein weiterer Grund, Otto von Bismarck zu spielen. Ja, das alles aus dem Weg, würde ich sagen. Reden wir nicht lange weiter. Und wir gehen ab in den Live-Kommentar und ab ins Spiel. Wir starten hier in Berlin, unserer Hauptstadt Deutschlands. Wir sind neben dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und Belgien gespawnt, überraschenderweise auf der World Map. Das ist aber zu erwarten gewesen. Wir werden sehr viele europäische Nationen haben. Es wird also relativ voll hier sein. Ich sehe hier auch schon gleich die nächsten Grenzen einer Nation. Wahrscheinlich Frankreich, bin ich mir nicht ganz sicher, werden wir rausfinden. Aber Nordafrika, Europa und auch Teile Asiens werden sehr, sehr stark bevölkert sein. Nordamerika und Südamerika werden etwas weniger stark besiedelt sein. Deswegen denke ich, dass dort die Nationen sein werden, die unglaublich stark sind, gerade auf Großherzog. Das heißt, wir werden Krieg führen und dafür ist Otto von Bismarck einfach auch perfekt geeignet. Mit seinen Spezialfähigkeiten Blut und Eisen für 10% Fertigungsproduktion bei Schmieden, Fabriken, Fahrzeugfabriken und Aufwertung. 25% Armeestärke für die ersten 10 Runden nach dem Erklären eines Krieges. Also Blitzkrieg galore. Da können wir richtig, ja, richtig vorrücken, wenn wir möchten. Dann sind wir diszipliniert. Das bringt uns 50% Brauproduktion auf alle Regierungs- und Militärverbesserungen, was auch sehr stark ist. Also ein weiterer Bonuspunkt für Militär. Wir verlieren allerdings 10% Forschung pro Runde in unserem Hauptort. Das müssen wir irgendwie ausgleichen. Wir sind also wissenschaftlich gesehen etwas schwächer als unsere Konkurrenten. Gerade auf Großherzog ist das nicht so einfach, dann mitzuhalten. Das heißt, das müssen wir ausgleichen, so schnell es geht. Sind dafür allerdings auch aggressiv, kriegen 10% Stärke für alle unsere Armeen außerhalb unseres Gebiets, also wenn wir einen Angriffskrieg führen sozusagen, was wir vorhaben werden. Und wir kriegen nochmal 5 Runden länger ein goldenes Zeitalter. Das ist perfekt. Deswegen würde ich sagen, wir legen jetzt los und gucken uns mal an, was unsere Stadt hier so zu bieten hat. Erstmal natürlich unseren Kundschafter losschicken. Falls wir überhaupt irgendwo in der Nähe demnächst noch ein Goodie hat finden können, wäre es natürlich ein Traum. Dann ist unsere Stadt selbst untätig und ich bin gerade überlegen, ob wir vielleicht sogar gleich mit einer Einheit starten. Aber ich glaube, das können wir uns auch nicht erlauben. Wir sollten wahrscheinlich mit einer Werkstatt starten, auch wenn ich das eigentlich auch nicht möchte, weil ich die Werkstatt gar nicht in unserem Hauptgebiet haben will. Also fangen wir mit einer Wohnung an, um die Produktion pushen zu können, mit 3% Stadtproduktion. Am liebsten würde ich Felder bauen. Felder, Felder, Felder für die 3% Stadtwachstum und mehr Nahrung. Denn wir müssen wachsen möglichst schnell, um mehr Produktion zu bekommen. Das heißt, ja, ich werde tatsächlich anfangen mit einem Speerkämpfer in diesem Fall. Können wir uns das erlauben? 25 Material sind dann weg. Das sind 12,5 Runden Materialversorgung. Wir brauchen nur 10 Material für die Siedler. Das ist also gar kein Problem. Ja, perfekt. Dann sollten wir vielleicht einen Speerkämpfer bauen, weil ich momentan nichts in dem Zentrum meiner Hauptstadt bauen möchte, außer später eine Wohnung. Das heißt, wir fangen mit einem Speerkämpfer an und dann vermutlich eine Wohnung. Außerdem bin ich sehr gespannt, mir demnächst die Produktionsübersicht mal anzugucken. Wo finden wir die denn? In der Volkswirtschaft hier oben. Dann machen wir doch direkt hier rüber die große Feuerstelle für uns fertig. Ich werde es jetzt einfach mal umbenennen. Ich versuche mal das im Let's Play ein bisschen aufrechtzuerhalten, die Dinger umzubenennen, dass jeder weiß, wo wir sind. Das ist die Berliner Feuerstelle. Bestätigen. Ich habe keinen Experten, wir sind leider kein Mexiko mehr. Und hier könnten wir Vorräte hinzufügen, sehr schön. Können wir natürlich nicht machen, weil wir keine haben. Wenn ich jetzt draufklicke, dann können wir aussuchen, was wir herstellen. Er steckt automatisch Geld hier rein. Das macht Sinn, denn wir möchten möglichst schnell das erste Festmahl haben. Können wir auch was anderes reinstecken. Die Nahrung können wir uns nicht erlauben, weil ich die Nahrung brauche, um Siedler zu bauen. Das Vermögen auf jeden Fall und Getreide haben wir nicht. Okay, dann bleibt es erstmal genau so. Und dann sind wir fertig mit dieser Runde und können direkt in den nächsten Zug reingehen. Ja, sehen jetzt wieder Heilige Römische Reichsspeer hier über unser Reich marschiert. Es wird wirklich sehr früh sehr eng. Und sie haben einfach direkt in der ersten Runde eine Farm fertig. Das ist Großherzog-Schwierigkeit. Da sind sie uns natürlich klar im Vorteil, was Geschwindigkeit angeht, Sachen zu bauen. Aber ich möchte, denke ich, den Norden weiter erkunden. Ich meine, ich weiß ja ungefähr, wie die Welt aussieht. Das hier wird ungefähr Dänemark sein, schätze ich. Wenn das hier Berlin ist, ja, dann ist das hier Dänemark und ist hier oben Norwegen, Schweden etc. Wir müssen uns jetzt für eine Technologie entscheiden. Das ist ziemlich wichtig am Anfang. Die Fischerei mit dem Seil ist interessant. Der Kornspeicher ist unglaublich wichtig, aber ich finde,
Nevermind, wir haben Weizen. Dann auf jeden Fall den Kornspeicher. Dann wird das auch unser erstes Feld, was wir uns holen werden, damit wir das Getreidelager bekommen. Alle, die mein anderes Let's Play gesehen haben, wissen ja, das Getreidelager ist unglaublich stark. Deswegen auf jeden Fall ist das unsere erste Forschung. Wir gehen weiter in die nächste Runde. Wir werden jetzt ein bisschen durch die Runden rushen, denke ich auch. Hier haben wir Wal und Fisch. Tatsächlich mal ein starkes Küstenfeld. Und es wurde ja auch viel in den letzten 6 Hotpatches zusammen mit diesem Update jetzt am Balancing geändert. Das heißt, da müssen wir uns erstmal wieder dran gewöhnen, nachdem wir jetzt ja sehr lange Zeit auf der 1.0-Version gespielt haben. Also einige Sachen sind anders. Das werde ich mir zwischendurch auf jeden Fall angucken müssen und werde euch dann auch alles, was wichtig ist, wahrscheinlich erzählen, wenn ich dran denke. Ich werde mir vieles durchlesen, natürlich off-camera, weil das ist nicht wirklich spannend, mir beim Lesen zuzugucken. Aber wenn ich irgendwas Interessantes finde, dann enthalte ich euch das natürlich nicht vor. Wir haben eine untätige Einheit. Das macht Sinn. Wir haben immer noch kein einziges Lager oder so gefunden. Das macht mich ein bisschen traurig. Ich hätte gerne eins. Schweine sind stark, Salz ist stark, aber Salz können wir auch über den Fisch bekommen. Und über den Wal. Dementsprechend ist nicht schlecht hier oben. Wäre vielleicht interessant für unsere erste Siedler, die wir dorthin schicken. Jetzt sind wir auch schon, diesen beide schon ein Feld gewachsen. Wir hängen noch ein bisschen hinterher. Und mit ein bisschen meine ich sehr viel. Zumindest bis endlich unser erstes Getreidelager fertig, unser erstes Festmahl fertig ist. Was nächste Runde der Fall ist. Und dann werden wir wesentlich schneller wachsen, was gut ist. Jetzt ist es fertig. Jetzt klicke ich hier auf Berlin und sage Annehmlichkeiten Festmahl. Und der Speerträger ist nächste Runde fertig. Das ist gut, dann können wir damit anfangen, Einheiten zu töten, um uns schon mal die Umgebung freizuräumen. Ich bin sehr froh, dass wir hier ganz rechts gespawnt sind. Die hier werden extreme Probleme haben zu expandieren. Also ich sehe Belgien und das Heilige Römische Reich Probleme haben in der Zukunft. Und jetzt können wir mal gucken, was wir machen. Ja, natürlich sollst du mir weiter Festmale herstellen. Brauche ich sie jetzt noch so dringend? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können jetzt hier aufhören. Ich möchte noch keine Nahrung da reinsetzen, tatsächlich, weil ich die brauche, um einen Siedler zu erstellen. Ich denke, ich möchte diese beiden rausnehmen. Dann spare ich ein Geld mehr, als hätte ich den 5 rausgenommen und kriege genauso viel Produktion. Und 1 pro 9 Runden reicht uns ja momentan, denn wir verbrauchen ja nur 1 alle 10 Runden. Dementsprechend ist das jetzt, glaube ich, so optimal, wie es geht. Und wir gehen in die nächste Runde. Wir sehen, Aachen hat sich hier schon dieses Land gekrallt. Ist es Aachen? Bin mir nicht ganz sicher. Es sieht aber so aus, als hätte Aachen dieses... Ja, Aachen hat sich hierhin expandiert. Schade. Aber wir werden euch eh irgendwann vernichten müssen. Die Stadt ist untätig. Das heißt, unser Speerkrieger ist jetzt fertig. Wir können ihn stationieren. Das möchte ich aber noch nicht tun. Ganz im Gegenteil, ich glaube, ich baue mir gleich noch einen Speerkämpfer, weil wir einfach sehr früh einen Krieg benötigen werden. Aachen muss auf jeden Fall weg, auch wenn er uns freundlich gesinnt ist. Wie sieht es mit Brüssel aus? Der ist uns natürlich weniger freundlich gesonnen. Vielleicht möchten sie ja mit uns einen Handel haben. Dasselbe versuche ich hier jetzt auch nochmal. Vorschlagen kann man es ja mal und dann gucken wir mal, was wir daraus tun können. Wir haben, wie gesagt, die Reserven hinzugefügt und ich möchte sie in ein Bataillon hinzufügen. Er zeigt mir hier zwar Nahkampfkavallerie, Projektil und Nahkampfinfanterie an, aber ich gehe davon aus, dass wir eigentlich alles hier reinpacken können, weil das kein spezielles Bataillon sein sollte, muss ich mir dann mal angucken. Naja, ich hoffe, es geht. Ich möchte sie nämlich gerne zu dritt dann in ein Bataillon packen. Werden wir rausfinden. Ein Eisbär. Interessant. Und noch viel besser, das habe ich gesucht, ein Ausrüstungslager. Da drin können wir Steinwerkzeuge finden und das wäre saustark. Deswegen hoffen wir jetzt auf das Steinwerkzeug. Gucken da nächste Runde mal rein. Der Falsche hat angenommen, das Heilige Römische Reich. Und sie haben gar keine Waren, die wir handeln können. Hat Brüssel irgendwas? Sie haben auch angenommen. Auch noch keine Waren. Aber sobald sie Waren haben, können wir dann handeln. Und wir warten darauf, dass Berlin wächst. In 3 Runden ist es soweit. Dann können wir uns hier dieses Feld holen und dann aus dem Weizen das Getreide rausholen und dann unsere Kornspeicher bauen. Perfekt. Ich würde sagen, wir haben einen sehr guten Start hier. So, gucken wir mal, was wir da oben haben. Es war ein Flug. Ein Flug ist auch nicht schlecht. Leider nicht genau das, was ich wollte, aber auch nicht schlecht. Möchte ich mir Bogenschützen holen für den Krieg, den ich demnächst anfangen werde? Wir brauchen auch möglichst bald einen Keramikladen, um im Anschluss unser Getreidelager schneller arbeiten lassen zu können. Wir brauchen auch die Seile, falls ich Stonehenge bauen möchte, aber ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, dass wir wahrscheinlich irgendwer anders vor uns bauen. Deswegen, ja, wir gehen jetzt erstmal auf Bogenschießen. Ich gehe sehr militaristisch vor jetzt am Anfang, einfach weil ich mir den Platz schaffen möchte, den ich hier brauche. Wir haben Glück, dass wir im Osten sehr viel Platz haben. Das heißt, Polen ist nicht gespawnt und das ist schon mal stark für uns, denn sonst wären wir im Osten ziemlich eingefärcht, genauso wie im Westen momentan. Die haben jetzt beide ihre ersten Armeen platziert, bestehend aus einem Bataillon mit 40 Stärke, also aus 3 Speerträgern. Ich habe es befürchtet. Berlin hat es in Anspruch. Egal. Wir holen uns jetzt Limburg an der Lahn. Perfekt. Ein 4er Nahrungsfeld plus Getreide plus 5 Felder. Es ist perfekt für uns. Dann können wir auch tatsächlich anfangen, hier den Speerkämpfer beschleunigen. Ja. Und danach möchte ich nämlich unbedingt einen Siedler haben für die zweite Stadt, damit die ASAP an den Start geht. Das wollte ich hier auswählen. Das machen wir hier. Siedler dauert 9 Runden. Wir werden den beschleunigen, sobald es geht. Dafür haben wir extra ein bisschen Geld gesammelt. Danach werden wir dann unsere erste Farm bauen, sobald wir dieses
Land annektiert haben, auf dem Getreide. So, wir haben Holz und einen Pelz bekommen aus dem Lager hier oben. Das ist nicht hervorragend, aber auch nicht furchtbar. Ich glaube, ich will Norwegen und Schweden erkunden, bevor ich weiter in Richtung Osten gehe. Weil ich vorhabe, hierhin zu expandieren tatsächlich, falls die das nicht tun. Wobei der nächste Siedler wahrscheinlich erstmal hier hinkommt. Also in das Suomi-Gebiet. Kulturell gesehen. Finnland und Russland. Jetzt haben wir zwei Speerkämpfer. Ich würde gerne noch einen dritten haben, aber den sparen wir uns erstmal auf. Das Gute ist, solange sie nicht stationiert sind, kosten uns die Einheiten auch keinen Unterhalt. Solange wir sie also nicht brauchen, werde ich sie nicht einsetzen. Und die beiden lieben uns ja. Also geht davon aus, dass wir keinen Krieg haben werden. Sie haben jetzt eine Ware für uns verfügbar. Die werden wir erhandeln. Alle 10 Runden kriegen wir jetzt ein weiteres Festmahl und bei euch das gleiche. Perfekt. Damit machen wir jetzt 0,3 Festmähler pro Runde. Zusammen mit ihm hier. Wobei sogar noch ein bisschen mehr, glaube ich. Ja, 0,3. Ich hätte gerade 0,31 oder so, aber so genau ist das Spiel nicht. Dementsprechend perfekt. Die Handelsabkommen lohnen sich und wir werden sie so lange nutzen, bis wir den Krieg erklären. Aber hier oben eine zweite Stadt wäre sehr stark. Die Schweine zweimal Salz, da kann man nicht meckern. So, was wird uns das kosten, dich zu beschleunigen? 352 noch. Das heißt, wir müssen noch 2-3 Runden produzieren, dann sollten wir in der Lage sein, das Ganze zu beschleunigen. Und dann auch endlich unsere erste Farm zu bauen. Ist da Reis? Hier ist auch noch Reis. Oh, wir haben richtig starken Spawn gekriegt. Wir müssen nur aufpassen, dass die keinen Siedler losschicken, die sich da irgendwie um uns rumsiedeln. Das möchte ich nicht. So, gucken wir uns nur Norwegen und Schweden an und warten weiter auf unsere Siedler. Haben hier unten eine Nation getroffen. Zenobia. Interessant. Mit euch würde ich sogar gerne ein Handelsabkommen machen. Kann ich aber noch nicht erfragen, weil wir keine angrenzenden Gebiete haben oder auch keine Wege zueinander haben. Aber egal. Wir wissen, dass die hier unten irgendwo in der Nähe von Ägypten gespawnt sind. Denn dort spawnen sie halt normalerweise. Das ist deren historischer Spawn. Die Beziehungen zu Belgien haben sich verändert. Belgien hat jemanden den Krieg erklärt, das heißt, die Beziehungen werden wahrscheinlich einfach schlechter geworden sein, weil das zwischen allen Nationen die Beziehung schlechter macht, wenn man Krieg erklärt. Also Belgien relativ aggressiv, wahrscheinlich hier im Westen am Kämpfen. Könnten wir nutzen, um Brüssel vielleicht sofort auszulöschen? Ich bin auch stark am Überlegen, Brüssel denn tatsächlich, also Brüssel oder Aachen einfach zu übernehmen und die andere Stadt dann jeweils zu zerstören. Und dann sozusagen diese Stadt zu nutzen, um Richtung Westen zu expandieren, diese Stadt zu nutzen, um Richtung Osten zu expandieren. Hier um den Harz rum, beziehungsweise das sind wahrscheinlich schon die Alpen. Das sind schon die Alpen, weil hier fängt Italien an. Nevermind, für den Harz war kein Platz mehr. Ha, ich hatte kurz gehofft, wir hätten hier oben ein paar Güter gefunden, aber nein, es sind nur sehr viele Tiere, aber wir haben hier Ziegen und Obsidian. Obsidian hatte ich tatsächlich noch nie in einem meiner Spiele. Ist vielleicht sogar eine neue Ressource, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber so wie es aussieht, finden wir hier keine Lager mehr, was sehr traurig ist. Ich hatte gehofft, hier wäre zumindest eins. Wir haben Frankreich getroffen, so wie ich diese Banner interpretiere. Johanna von Orléans. Sie mag uns nicht, weil wir mit Belgien befreundet sind, aber das kann man ja ändern. Momentan bringt uns Belgien mehr als Frankreich. Sorry, ich habe gerade nachdenken müssen, was hier los ist, aber sie haben erfolgreich ihre Stadt gegen die Franzosen verteidigt. Ich würde auch gerne sehen, dass ihr beide euch noch bekriegt, sodass wir dann vielleicht einfach in die Stadt marschieren können, ohne dass ihr aufpassen könnt oder euch verteidigen könnt. Ein weiteres Festmahl wurde gefertigt, das ist momentan egal. Wir haben ja eins eingesetzt. Wir können jetzt Bogenschützen bauen. Das wird auch die Einheit sein, die ich zu meinen Speerträgern hinzufüge. Danach möchte ich jetzt die Töpferei haben, um demnächst die Keramiktöpfe herzustellen. Die brauche ich, um eben, wie gesagt, mein Getreidelager zu pushen. Und ihr habt Schaden genommen. Ihr kämpft also gegeneinander. Das Palmyrische Reich und das Heilige Römische Reich haben sich Feindseligkeiten erklärt. Hier haben wir einen Stamm, der uns nicht wirklich mag. Das ist schade. Ich hätte lieber einen Stamm gefunden, der uns mag. Aber man kann sich das ja nicht aussuchen. Leider nichts gefunden, was uns wirklich hilft. Der eine Flug war nicht schlecht, den wir insgesamt gekriegt haben. Ich hätte viel lieber noch viel mehr Lager gefunden. Und jetzt haben wir eine Veranstaltung, den Partycrasher, mit Reim. Also die, die in Südnorwegen leben. 5 Bauproduktion in unserem Hauptort. Ich glaube, ich nehme die -5 Bildung für alle Städte, einfach weil wir eh wenig Bildung haben. Und dafür verbessern wir die Beziehung hier oben. Das machen wir. Ich hoffe, dass die irgendwann loyal werden und sich unserem Reich anschließen und wir die Bevölkerung dann aufnehmen können. Weil wachsen, wachsen, wachsen ist das Einzige, was momentan zählt. Apropos wachsen, wir haben noch 10 Runden hier, bis wir weiter wachsen. Das dauert leider noch ein bisschen. Jetzt können wir den Siedler beschleunigen. Perfekt. Das heißt, nächste Runde können wir dann hier den Hof draufbauen. Das war's für diese Runde. Jetzt haben wir einen Siedler. Und wie gesagt, ich denke, ich werde hier oben hinsiedeln. Erstens, weil wir hier sehr viel Platz haben, ohne dass eine feindliche Nation in der Nähe ist. Zweitens, weil hier gute Ressourcen sind. 2x Salz, 1x Schwein. Das spricht für mich dafür, dass wir dort oben Metzger bauen werden, die eben die Ressourcen nutzen werden. Und ich möchte die Stadt, glaube ich, je nachdem, wo wir ein 5er-Gebiet haben, bauen. Weil wir Wohnungen in unserem Stadtgebiet bauen möchten. Das ist ein 5er-Gebiet. Das ist ein 6er-Gebiet. Junge. Und ich nehme direkt hier an diesem Übergang zur Ostsee, weil ich das einfach thematisch gut finde. Ein Spezialist verfügbar. Achso, das war der Siedler. Nevermind. Eine weitere Veranstaltung. Mein Kopf beiseite. 20 Nahrung bezahlen, um... das ist stark. Um aus allen Höfen mehr Nahrung zu bekommen. Wir haben noch keine Höfe. 20 Nahrung. Die hätten wir über. Aber 20 Nahrung sind halt auch
bald noch ein weiterer Siedler, ne? Wir müssen 125 Nahrung haben, um einen weiteren Siedler zu bauen. Kosten Siedler auch Geld? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ein bisschen, also ja. Ich möchte euch ungern die Nahrung geben, weil ich noch kein... Also eigentlich ist es ein sehr gutes Event, aber ich habe halt leider keine Nahrung über und keine Höfe, die davon profitieren würden. Aber 50 Runden Bonus auf die Abbauproduktion zu bekommen, ist natürlich stark, weil 50 Runden, davon können wir noch was nutzen. Ich denke, das mache ich und die Beziehung zu verschlechtern ist dann halt eben ein Nebeneffekt, den wir haben. Ich gucke immer mal wieder hier in die Handelsabkommen rein und gucke, ob wir was anderes kriegen können. Und wir können was anderes bekommen. Und aus irgendeinem Grund ist ja auch schon unser anderes Handelsabkommen irgendwie beseitigt worden, keine Ahnung. Jetzt geht's weiter mit dem Handel. Das tut uns ein bisschen weh, dass wir da nicht weitergehandelt haben und ich nicht informiert wurde, dass es passiert ist. Aber nun ja, es war so, wie es ist und da haben wir ein paar Runden verschenkt, Waren zu erhandeln. So, die Beziehungen sind verändert worden. Ja, ihr hasst mich, weil ich euch gerade etwas in der Veranstaltung Negatives getan habe. Ich sehe gerade, mein Kopf ist ja vollkommen auf der falschen Seite. Das bedeutet auch, dass ich mich vorher hätte gar nicht so oft unsichtbar machen müssen. Also sorry dafür und sorry, falls ihr hier eben irgendwelche Sachen nicht sehen konntet. Jetzt sollte alles besser sein. Und wir schicken keinen Speer, weil ich mir die Zufriedenheit nicht leisten kann. Aber ich will mir auch die Sicherheit nicht leisten, weil ich demnächst kriege... fünf Steinwerkzeuge und fünf Körbe. Kriegen wir bei beiden. Ja, das ist mir wert gegen die Sicherheit. Und dann können wir auch direkt hier, wobei nein, ich will mir das anders angewöhnen. Wir gehen jetzt hier rein und ich möchte hier einstellen, dass Vorräte automatisiert hereingepackt werden. Wie kann ich das machen? Vorratspräferenzen. Steinwerkzeuge, das ist nicht deutsch. For all große Feuerstellen. Bestätigen. Oder kann man Präferenzen einstellen? Perfekt. Dann machen wir es anders. Ich möchte auf jeden Fall als erstes Metallwerkzeuge. Dann möchte ich, wenn ihr habt, ein Rad haben. Und solange ihr das nicht habt, dann möchte ich ein Steinwerkzeug. Nee, eigentlich wollte ich ganz oben. Das mache ich jetzt so. Ganz oben muss natürlich erstmal das Zahnrad hin. Und jetzt sollte ja nach und nach, immer wenn wir das richtige Werkzeug haben, aufgefüllt werden. Das gucken wir uns gleich an. Hier könnte ich schon mal einstellen, dass wir, ich glaube, die Metalltöpfe haben wollen für die Gesundheit. Und wenn wir keine Töpfe haben, nehmen wir die Kerzen oder die Ziervasen. Hier möchten wir den Wein haben für die 10 Stadtzufriedenheit. Und eigentlich nichts anderes. Na gut, der Kaffee wird 5 Forschung, aber Kaffee dauert noch sehr lange. Oder 5 Stadtzufriedenheit. Ja, das ist mir tatsächlich am unwichtigsten. Also diese Reihenfolge ist gut. Und hier könnt ihr mir Computer reinpacken, wenn wir welche haben. Ansonsten Bücher. Und jetzt hat er hier Steinwerkzeug reingepackt. Und ich kann es auch gar nicht mehr per Hand machen, weil es jetzt automatisch läuft. Perfekt. Ich liebe es. Ich liebe es sehr. Danke Update 1.1. Das ist eine Besserung, die ich sehr liebe. Ich glaube, ich habe noch nie so oft Liebe in Folge gesagt. Ein Siedler! Verschwindet. Heiliges Römisches Reich. Geht weg von meinen Grenzen. Gut, dass ich hier schon auf dem Weg bin zu den Ressourcen hier oben. Wir sind hier nicht schneller als ich. Wir können den Koloss... Achso, der Koloss von Rodos ist jetzt ein Aktziel. Wer ihn zuerst braucht, kriegt 150 Prestige extra. Und ich beobachte jetzt ganz genau, wo ihr hinlauft mit dieser Truppe. Und werde jetzt diese Runde hoffentlich den Hof beschleunigen können. Ja, können wir. Das mache ich. All mein Geld da rein. Und der Siedler läuft uns hinterher. Bitte siedelt jetzt nicht hier auf den Schwein. Bitte siedelt dort nicht. Und jetzt sind wir. Die sind hier hingelaufen, wo ich sie nicht mehr sehen kann. Gott sei Dank. Dann werden sie wohl nicht auf den Schwein siedeln. Den haben wir da gefunden. Oh Mann. Katharina die Große. Russland ist im Spiel. Immerhin ist sie uns noch nicht feindlich gesonnen. Sie wird aber nicht mögen, dass wir hier so nah an sie dran siedeln, denke ich. Wobei Russland sollte erst hier hinter dem Uralgebirge anfangen. Dementsprechend sollte das noch passen. Wir haben eine untätige Stadt. Das ist gut. Das heißt, der Hof ist fertig. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal einstellen, dass wir Getreide brauchen. Und ich glaube, ich sollte jetzt hier dasselbe machen wie eben. Ich sollte hier reingehen, meine Höfe anwählen. In die Politik gehen und sagen, pack mir immer einen Flug da rein, wenn du hast. Und den Rest mache ich jetzt nicht. Das mache ich halt je nachdem, immer wenn wir was Neues freischalten. Wobei, ganz ehrlich, wenn wir haben, packst du mir da Dünger rein. Wenn wir haben, packst du mir da Traktoren rein. Und wenn wir haben, packst du mir natürlich schwere Flüge anstatt Flüge rein. So, jetzt ist das fertig. Aber ich werde es jetzt nicht jedes Mal on-cam machen. Aber ich finde es gerade interessant, weil es ja mit dem neuen Update dazugekommen ist, dieser Screen. Und der ist wirklich toll. Und das bedeutet jetzt auch, hier ist der Flug drin. Ich darf hier auch nichts einstellen. Ich könnte jetzt hier Energie oder Brennstoff selber auswählen. Perfekt. Wählen wir etwas aus, was wir jetzt bauen möchten. Ich wollte einen Bogenschützen bauen, aber ich bräuchte auch noch mehr Felder und ich brauche auch bald eine Wohnung, um weiter wachsen zu können. Viele Sachen, die ich wirklich dringend brauche. Die Wohnung ist relativ günstig. Das heißt, ich baue sie mir jetzt hier in meine Region. Ich finde schade, dass wir hier keinen Dock hinbauen können, sondern dass hier eine Region ist. Finde ich schade. Dann kommt die Wohnung direkt hier an die Grenze. Und nach der Wohnung möchte ich noch einen weiteren Hof bauen, beziehungsweise nein, einen Kornspeicher und dann noch weitere Höfe. Das ist die Produktion, die wir machen möchten und ich muss immer wieder, wenn ich daran denke, hier das Geld reinstecken, um möglichst schnell aufzuholen, damit wir eine Chance haben, die KI ja, zu überholen. So, der Stadtrang hat sich erhöht, perfekt. Das heißt, wir können eine weitere Annehmlichkeit hinzufügen. Wir haben Körbe gefunden, eine Stadtproduktion, keine 10% Stadtproduktion mehr, sehr interessant, das hat sich also geändert. Und 10 Stadtwohlstand, kann ich mit leben.
und ein neues Territorium. Ich möchte gerne den Reis haben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob jemand uns gerade den Reis wegnehmen kann. Und dann möchte ich lieber das Holzfeld haben, weil wir werden demnächst Probleme mit Holz kriegen. Das heißt, wir müssen uns aufs Holzfeld expandieren und auch mindestens ein Holzfällerlager bauen. Den werden wir irgendwo zwischen die Höfe schieben und dementsprechend dann gucken, dass wir dort genug Holz haben. Hier oben ist Russland. Das gucken wir jetzt einmal genauer an. Ihr siedelt diese Runde. Das machen wir direkt. Haben jetzt auch die Keramik oder die Töpferei erforscht, um Keramikläden bauen zu können. Perfekt, die brauchen wir. Und dann möchte ich die Tierzucht haben, weil wir jetzt demnächst uns in Richtung Schweine und Metzgereien entwickeln möchten. Wir haben Tula gegründet, ein typischer deutscher Stadtname. Was soll Tula uns bauen? Ich denke, ihr fangt auf jeden Fall an erstmal, indem ihr ein Festmahl verbraucht. Wir sollten jetzt... Wieso erhandeln wir schon wieder keine? Was ist da passiert? Das regt mich jetzt langsam ein bisschen auf. Aus irgendeinem Grund hat... Brüssel keine. Wir können es keine mehr erhandeln. Dann möchte ich mir das Seil bei Brüssel erhandeln, tatsächlich. Alle 5 Runde kriegen wir eins. Hoffentlich kriegen wir jetzt auch mal eins, bevor das wieder abgebrochen wird. Und Tula hat ja hier eine Versammlungshalle. Die kann uns auf jeden Fall Festmähler herstellen. Ich kann es mir nicht leisten, das so zu beschleunigen. Doch kann ich, indem ich da Nahrung reinstecke. Das verzögert aber ein bisschen, den nächsten Siedler zu bekommen. Ist gar kein Problem. Kann ich mit leben. Und das Geld... Hier das Getreide können wir auf jeden Fall reinpacken. Und dann die 3 Geld... Nee, möchte ich nicht. Alle 7 Runden reicht ja. Dann stellen wir jetzt alle 0,3 Runden 1 her. Das reicht, um beide Städte zu versorgen. Damit kann ich leben. Jetzt müssen wir noch ein Gebäude bauen. Wir bräuchten eigentlich möglichst dringend eine Werkstatt, aber eure Produktion ist ja so schlecht momentan hier. Ich bin mir nicht sicher, was ich hier bauen möchte. Ich glaube, ich fange an, einen Bogenschützen zu bauen. Das wird nicht so lange dauern, wie es hier steht. Wir werden demnächst mehr Produktion machen. Aber erstmal wird es eben ziemlich lange dauern. Und dann haben wir alles soweit fertig. Eine Veranstaltung. Den Eckstein. Mehr Stadtsicherheit, mehr Stadtzufriedenheit und mehr Stadtbildung. Ich nehme die Stadtzufriedenheit. Da sollte Tula auch direkt mehr Produktion kriegen. Hat sich das gerade nicht aktualisiert? Die 10% bei 0,3 machen halt einfach nicht so viel. Oh, machen 0,3. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wir können Belgien nur ablehnen, weil wir die Materialien nicht haben. Macht aber nichts. Der mag uns Belgien halt auch wieder ein bisschen weniger, aber die sind ja eh schon im Krieg mit Frankreich. Und scheinbar ist Frankreich hier immer wieder am Angreifen. Wir können uns die Schlacht nicht angucken, aber wir werden verfolgen... Doch, wir können... Ja. Also wir werden auf jeden Fall sehen, wie Frankreich hier wohl verliert gegen das Bataillon, was in der Verteidigungsposition steht. Aber wir wollen auch demnächst dort angreifen. Okay, hier ist St. Petersburg. Laufen wir Richtung Süden am Uralgebirge entlang. Gucken, was wir da finden können. Italien ist auch nicht besiedelt. Das ist gut. Wir können uns also weiter ausdehnen. Das hier gefällt mir nicht. Es hat sich Lüneburg gesiedelt. Und die haben hier das Territorium beansprucht, die Aachener. Sie haben um uns rum beansprucht sozusagen. Wir haben jetzt keinen Zugang mehr zum Meer. Wir können keinen Dock bauen. Dementsprechend, ja, Aachen muss vernichtet werden. Hier sollten wir hier diese Ausrüstung holen, bitte. Ich habe nicht gedacht, dass wir noch welche finden, da wo die Russen wohnen. Umso besser, dass es noch da ist. So, was sagt Tula jetzt eigentlich? Jetzt dauert es noch 23 Runden, bis wir hier fertig sind. Die Produktion könnte langsam mal besser werden, aber naja, es wird in 7 Runden passieren, wenn die Stadt wächst. Hier unten können wir Geld reinsetzen, um die Wohnung zu beschleunigen. Das möchte ich tun. Danach müssen wir dann unbedingt den Kornspeicher bekommen. Da werde ich auch möglichst schnell Geld reinsetzen. Aber gut, dass wir schon Körbe haben. Das heißt, wir können die Wohnung gleich Körbe reinpacken. Und wer jetzt zuerst einen Palast baut, kriegt am meisten Prestige. Das ist etwas, was wir nutzen sollten, um unsere Platzierung zu verbessern. Wir sollten momentan noch ziemlich weit hinten sein. Wir sind auf Platz 20 von 20. Sind also vergessbar. Aber ein Palast zu bauen wird uns schon 100 Punkte bringen, wenn wir die Ersten sind, die es tun. Dementsprechend sollten wir es demnächst erforschen. Ich weiß gar nicht genau, wo der war. Ist der, glaube ich, erst hier zu erforschen, unter Mauerwerk? Ja, da kriegt man den Palast, also im nächsten Zeitalter erst, in der Bronzezeit. Das heißt, das sollten wir dann im Aktenübergang, oder nicht im Zeitalterübergang, möglichst schnell erforschen und dann möglichst schnell den Palast hier in Berlin bauen zu können. Und da habe ich noch ein Lager entdeckt. Ja, Russland ist nicht nach Süden marschiert. Perfekt, was kriegen wir hier? Ein Eisenbarren. Ist nicht schlecht, ich hätte lieber was anderes gehabt. Die Wohnung ist fertig und auch für Wohnung möchte ich jetzt hier etwas einstellen, eine Politik einstellen, so wie sie das hier nennt. Ich möchte die Wohnungen nehmen und möchte euch Möbel hier reinpacken. Ja, dann möchte ich euch Körbe hier reinpacken. Das ist mir erstmal egal. Dann möchte ich hier die Kerzen reinpacken, wenn wir sie später haben. Dort haben wir nichts. Und hier die Seife. Für alle, die mein letztes Let's Play gesehen haben, Seife ist eine Versorgung, nur halt nicht in der Version 1.0 gewesen. Und das ist erstmal ausreichend für den ersten Akt. Den ganzen anderen Rest werden wir nicht freischalten, beziehungsweise brauchen wir nicht. Läufer und Teppich macht Gesundheit. Ich möchte die Produktion der Möbel haben. Wir können jetzt auch die Versammlungshallen... Nee, können wir nicht, weil die keine Versorgung haben. Nevermind, da können wir nichts einstellen. Okay, dann können wir hier dieses Lager plündern und ab in die nächste Runde gehen. Dann mal gucken, ob, wann wir den Getreide, den Kornspeicher beschleunigen können. Bald. Wieso haben wir gerade keinen mehr über? Wann ist der nächste... Das gefällt mir nicht, dass wir jetzt aufhören, so schnell zu wachsen hier. Wann ist die nächste... In 3 Runden hier und in...
drei Runden da. Perfekt, also drei Runden, ohne dass wir es einsetzen können. Schade, schade. Das ärgert mich. Aber so ist das ab und zu. Was haben wir hier? Die Franzosen. Okay, okay. Ich hätte gern diese Kühe und auch diesen Weißwedel herrschen noch in Berlins Einfluss. Ich sehe hier kein gutes Feld, um Steine abzubauen. Das macht mir ein bisschen Sorge. Also Materialien. Das könnte anfangen, uns irgendwann zu mangeln. 15 Nahrung, das ist stark. Das heißt, hier in Tula, möchte ich denn tatsächlich noch eine dritte Stadt bauen? Wenn ich davon ausgehe, dass ich irgendwann Brüssel oder Aachen einnehme. Ja, ich möchte noch eine dritte Stadt bauen. Und dann mit der vierten Stadt, die ich einnehme, über das Limit rübergehen. Das heißt, nach dem Bogenschützen baust du mir dann bitte eine Einheit Siedler. Auch wenn es noch Ewigkeiten dauert. Wollt ihr schon mal eingereiht haben. Wir haben jetzt die Tierzucht. Das ist sehr gut. Wir können also in Werkstätten Flüge herstellen, aber wir haben noch gar keine Werkstätten. Also später irgendwann. Kräuterkunde könnten wir vielleicht erstmal auslassen tatsächlich. Eine Gärgrube wäre stark, weil Wein uns wirklich weiterhilft, weil wir es eben als Versorgung in die Feuerstelle packen können und dann Zufriedenheit als Versorgung bekommen. Das heißt, eine Gärgrube wäre interessant. Seile möchte ich aber auch unbedingt haben. Wir handeln aber gerade Seile, also hole ich mir die Gärgruben und hoffe dann demnächst irgendwann Wein herzustellen. Und ja, ich weiß, ich plane schon sehr viel voraus und habe noch nicht wirklich viel, was ich bauen kann. Das ist jetzt entscheidend, dass wir uns ausdehnen können. Ich glaube, wir gehen Richtung Süden, damit ich möglichst schnell hier erstmal dieses Schwein kriege. Nicht, dass das Heilige Römische Reich sich hierhin ausbreitet, weil im Norden haben wir keine Konkurrenz momentan, außer Russland, die hier langsam vorkommen. Aber ich hole mir aus Osnabrück. Ist auch wieder drei Holz. Das ist gut. Leider nur eine Nahrung. Das ist okay. Aber da können wir mit leben. So, eine Veranstaltung. Ich möchte euch nicht zwei meiner Speerkämpfer geben. Sorry. Ich kann Stadtmauern freischalten, sie zu bauen. Das ist interessant. Jupp. Also, Beziehungen werden schlechter mit unseren Nachbarn. Dafür werden wir allerdings stärker. Wir könnten jetzt tatsächlich Stadtmauern bauen. Mit 30 Gold. Das könnte interessant sein, um zu verteidigen. Allerdings brauchen wir natürlich unglaublich viel Produktion. Und Produktion haben wir momentan nicht viel. Aber es ist eine gute Option, falls wir im Krieg uns verteidigen müssen. Und der Krieg wird kommen. Dort haben wir nochmal ein Ausrüstungslager. Ich kann die nächste Runde beenden. Haben eine Region beansprucht. Das ist gut. Wir haben jetzt wieder mehr Holz in unserem Reich. Wir haben jetzt die Fertigung abgeschlossen. Das heißt, hier sollte jetzt... Ja, hier werden jetzt wieder die Festmehler eingesetzt. Ich glaube, ich möchte nur noch die nächste Runde diesen Korb hier verbrauchen. Und dann nicht mehr. Weil ich sie lieber in Wohnungen reinpacken will. 25 Holz für eine Beziehung. Das können wir machen. Ich will die Materialien nicht ausgeben. Also so mögen sie uns jetzt jedenfalls schon mal neutral. Dafür, dass sie feindselig angefangen haben, ist das schon mal nicht schlecht. Und dann können wir, glaube ich, schon wieder in die nächste Runde gehen. Was erkunden wir hier? Hier plündern wir. Mal gucken, was wir kriegen. Einen weiteren Flug. Das ist stark. Für unsere Felder, die wir demnächst bauen werden. Jetzt gehst du mal weiter Richtung Süden. Wir schauen uns hier weiter um. Nächsten Zug, beziehungsweise. Müssten jetzt genug Geld hoffentlich haben, um zu beschleunigen, ja. Das heißt, nächste Runde ist der Kornspeicher fertig. Wir brauchen noch nicht unbedingt Holzfällerlage. Das heißt, wir können danach den Hof tatsächlich bauen und sind dann ganz gut vorbereitet, denke ich. Wir haben ein neues Lager entdeckt. Perfekt, den holen wir uns auch. Gucken, was wir darin finden nächste Runde. Jetzt ist der Kornspeicher fertig. Wir gehen nicht über dieses Fenster, wir gehen über dieses Menü in den Kornspeicher. Machen eine Politik erstmal. Wir sagen, du sollst, wenn wir haben, ein Rad bekommen. Du sollst, wenn wir haben, einen Keramiktopf bekommen. Du sollst, wenn wir haben, ein Seil bekommen. Ja, warum nicht? Das kann jetzt mal leer bleiben. Dann gehen wir zurück in die Übersicht, klicken ihn an und können jetzt sagen, was er bauen soll. Das wird das Getreidelager. Da kannst du uns reinpacken Getreide und ein Vermögen. Jetzt stellst du uns alle 5 Runden ein Getreidelager her. Das wäre alle 4 Runden. Ich glaube, das ist es mir kurz wert, damit wir möglichst schnell ein Getreidelager haben und das als Versorgung hier, als Annehmlichkeit reinpacken können. Ich wollte keinen Korb mehr einsetzen. Verdammt. Ich möchte lieber den Schmuck einsetzen, den ich habe. Ja. Das erhöht die Produktion, das sollte den Hof schneller fertig machen, das ist insgesamt einfach gut. Eine weitere Veranstaltung mit Frankreich, da möchte ich die Beziehung gerne verstärken und das können wir auch ganz easy machen. Wir verlieren nichts, Religionsverbreitungsstärke ist eigentlich egal für uns, weil wir keine Religion haben. Aber 20 positive Beziehungen mit denen gefällt mir schon mal sehr gut. Und ich würde einfach gerne sehen, dass Brüssel fällt gegen Frankreich tatsächlich, das würde mich freuen. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Auch würde ich gerne, dass hier der Bogenschütze irgendwann mal fertig ist, aber wir sind halt einfach noch unglaublich unproduktiv hier oben und müssen einfach weiter wachsen. Wir haben jetzt die Gärung abgeschlossen, können also Gärgruben bauen und dann auch Wein produzieren. Jetzt müssen wir unbedingt die Seilerei noch haben. Ja, müssen wir. Ich glaube, die Kräuterkunde können wir tatsächlich auslassen, ausnahmsweise mal. Und dann schon etwas früher in die nächste Epoche vorstoßen. Wir haben 100 Vermögen, 2 Edelsteine, 1 Edelmetall bekommen hier unten. Das ist ziemlich stark. Diese Alraunen sind auch ziemlich stark für jeden, der eine Apotheke baut. Aber das werden nicht wir sein, sondern die Nation, die hier unten ist. Ich weiß nicht, welche das ist. Und damit war die Runde auch schon wieder fertig, außer wir haben genug Geld. Wir haben jetzt genug Geld, den Hof zu beschleunigen. Das möchte ich machen, weil wenn der fertig ist, dann kann da der nächste Flug rein und dafür sorgen, dass wir schneller wachsen.
Und da können wir nächste Runde auch vielleicht schon den Keramikladen bauen. Ich denke, das wird das nächste sein, was wir brauchen. Apropos Keramikladen, das könnten wir jetzt halt in Angriff nehmen. Und zwar hier in Darmstadt. Darmstadt wäre auch gut, um da ein Wunder hinzubauen. Produziert aber auch Holz. Ja, wir bauen jetzt hier auf dieses kleine Feld mal, bauen wir da den Keramikladen hin. Oder baue ich mir mal eine Werkstatt hin? Noch brauchen wir die Werkstatt nicht unbedingt, weil wir alles, was wir bis jetzt benötigen, beziehungsweise hier die Steinwerkzeuge, die Flüge und den Korb, gefunden haben, was sehr stark ist. Das heißt, wir können sie, glaube ich, noch ein bisschen rauszögern. Das bedeutet aber umso mehr, dass wir den Keramikladen vielleicht bauen sollten. Aber bringen uns die Töpfe wirklich so viel? Das wird uns nur die Kornspeicher beschleunigen, während weitere Höfe uns mehr Nahrung und mehr Wachstum bringen. Und die pushen sich auch noch gegenseitig hier in dieser Region. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall noch einen weiteren Hof bauen. Das wirkt vielleicht jetzt unclever, aber glaub mir, Wachstum, diese 3% Stadtwachstum, das addiert sich. Und diese 5 zusätzliche Regionen Abbauproduktion für jede Hofverbesserung, die sich dann ja auch alle addieren, die helfen, um schnell zu wachsen. Und Wachstum ist, wie ich schon sagte, der einzige gute Weg, um die Grundstadtproduktion zu erhöhen. Und mit der erhöhten Grundstadtproduktion kann man dann nachher prozentuale Boni hier raufsetzen und das Ganze eben extrem nach oben pushen. Deswegen am Anfang viele Höfe bauen ist meiner Meinung nach ziemlich gut. Falls ihr eine andere gute Anfangsstrategie habt, schreibt mir das unbedingt. Genau, hier ist der Flug ja alleine reingepackt worden. Danke, Spiel, ich muss es nicht mehr tun. Das ist noch Angewohnheit, dass ich darauf drücke, aber ich brauche es nicht mehr. Wir haben ein Lager gefunden. Dann holen wir uns das doch, bevor er das macht. Und beenden jetzt die Runde und finden jetzt auch raus, wer denn hier an dieser Grenze ist. Es ist das Assyrische Reich. Die mögen uns, aber da wir keine nahen Grenzen zueinander haben, können wir keine Handelsbeziehungen aufbauen. Ist das hier doch noch Polen? Gibt es doch Polen? Was haben wir hier? Georgien ist das, nicht Polen. Okay, die mögen uns nicht, sind aber auch weit weg. Wir sollten die sein, die hier das Lager kriegen. Hoffentlich kriegen wir das da auch noch. Müssen wir gleich mal gucken. Bin ich bereit für den nächsten Zug oder möchte ich hier Geld reinstecken? Ich kann kein Geld da reinstecken, weil wir kein Geld haben. Also ja, ich bin bereit für den nächsten Zug. Haben das Lager gesammelt. 50 Geld. Und wir sollten die Ersten sein, die hier ankommen. Auch sehr gut. Mit 50 Geld sollten wir auch irgendwas beschleunigen können, hoffe ich. Wie können wir euch den Krieg erklären, ohne dabei zu verlieren? Möglichst bald. Möchte ich den Hof beschleunigen? Ja, ich möchte den Hof beschleunigen. Und dann möchte ich eigentlich noch einen Hof bauen tatsächlich hier. Wobei, nee, später kommt hier ein Nahrungsmittelgeschäft hin. Das bedeutet, ich möchte... Ich werde jetzt eine temporäre Werkstatt in dem Hauptstadtgebiet bauen. Auch wenn ich das eigentlich nicht gern tue, weil wir werden sie später abreißen. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt einfach mal eine Werkstatt, damit wir nicht nur auf diese Lager angewiesen sind. Ein Getreidelager ist fertig, das ist unglaublich wichtig. Das bedeutet, wir können es in unserer Hauptstadt... Möchte ich es in unserer Hauptstadt? Nein, die Hauptstadt wächst eigentlich sehr gut vor sich hin. Ich möchte es in Tula einsetzen, oder? Du bringst 25 Stadtwachstum, du bringst 30 Stadtwachstum. Okay, es lohnt sich auch nicht. Dann sollte ich dich jetzt hier unten anstatt des Ringes reinpacken, denke ich. Ich guck mal kurz, was das bringen würde. Produktion geht ein zurück, Wachstum geht. Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, es wäre auf jeden Fall wesentlich besser. Verändert aber nichts an der Rundenanzahl. Ich glaube trotzdem, dass ich es so machen möchte und dann später wieder Ringe hier reinpacken. Ich guck mal kurz, ob unsere Handelsabkommen noch aktiv sind. Nein, nur noch die Ringe. Wir könnten jetzt Steinwerkzeuge bekommen. Oder eben den Wein. Ich möchte den Wein haben. Hoffentlich können wir mal 10 Runden lang mit ihm handeln, ohne dass es aufhört. Das wäre ganz angenehm. Und dann ist der nächste Hof fertig und dann produziert jeder Hof hier schon 8 Nahrung. Dieser Hof hier jetzt 2,3 Getreide. Wir haben, glaube ich, keine Flüge mehr. Nein. Das heißt, es ist gut, dass wir anfangen, die Werkstatt zu bauen. Und die müssen wir möglichst bald auch beschleunigen. Sollte in 2 Runden möglich sein. Dann gehen wir nochmal in die nächste Runde. Haben jetzt auch die Seilerei fertig. Das bedeutet für mich, dass ich jetzt hier tatsächlich die Kräuterkunde auslasse. Auch wenn die Drogerie sehr stark ist. Wir werden sie später irgendwann freischalten. Ich denke, wir können mal ganz kurz nachgucken, wann. Verdammt, ich habe mich geirrt. Es ist nicht die Apotheke, die wir hätten auslassen können. Es wäre der Keramikladen gewesen. Und ich habe mich falsch rum entschieden. Das war ein Fehler von mir. Ich hätte die Töpferei nicht erforschen sollen, sondern die Kräuterkunde. Jetzt muss ich die Kräuterkunde hier erforschen, weil ich sonst Ewigkeiten keinen Zugang auf Drogerien habe. Die kommen dann erst im nächsten Akt. Das war ein Fehler von mir. Aber Fehler passieren und wir müssen damit leben. Jetzt haben wir noch eine Veranstaltung. Wir sollen den Leuchtturm von Alexandria bauen. Wer ihn zuerst baut, kriegt wieder 150 Prestige. Wir haben also schon ein paar Missionen hier jetzt am Start. Und jetzt haben wir hier noch diese Einheit, die für uns weiter forschen soll. Geh mal hier hin. Und jemand hat Nemrud-Duck begonnen zu bauen. Das ist sehr ungünstig. Das erhöht das Stadtlimit. Aber es war zu erwarten. Die KI wird uns viele Wunder wegbauen. Es ist jetzt ein bisschen anders als beim letzten Mal, wo wir gespielt haben. Denn wir sind jetzt ganz klar wieder am Anfang im Hintertreffen und müssen ganz stark aufholen. Erst recht, um den Akt zu überleben. Wie gesagt, wir werden immer noch ziemlich weit hinten sein wahrscheinlich. Nicht mehr letzter. Aber das bedeutet, dass...
Oh, Frankreich ist schon vernichtet. Deswegen sind die hinter uns. Das heißt, Belgien hat den Krieg gegen Frankreich gewonnen? Scheint so. Ihre Grenzen gehen jetzt dorthin, wo vorher Frankreich war. Belgien, mein guter Freund. Mit euch möchte ich keinen Streit haben. Also wirklich nicht. Aber mit euch dagegen schon eher. Habt ihr eigentlich irgendwas Cooles, was ich hier handeln könnte? Die Getreidelager wären nett. Das wäre alles nett. Aber wir haben noch nicht genug Händler dafür. Ab in den nächsten Zug. Und dieser Zug ist dann auch der letzte. Wir haben noch ein Lager entdeckt. Da können wir hinlaufen. Den kriegen wir auch. Das kriegen wir vor allen anderen. Hier kämpft ein Siedler und wird besiegt. Sehr interessant, dass sich gerne feindliche Siedler, die bekämpft werden und besiegt werden. Ein weiteres Getreidelager ist fertig. Das bedeutet für mich, dass ich hier in Tula das Festmahl austausche gegen das Getreidelager, weil das Getreidelager einfach stärker ist. Und das Festmahl kommt dann später wieder rein, sobald wir hier in der nächsten Runde Platz dafür haben. Und wir brauchen ganz dringend eine Wohnung. Das heißt, ihr werdet mir keinen Siedler erschaffen. Ihr werdet mir danach eine Wohnung bauen. Ich werde hier dem Bogenschützen auch schon mal beschleunigen, damit der nächste Runde fertig ist. So, dann haben wir einen Anspruch erzeugt. Ich möchte mir hier diese Kühe holen, denke ich. Erst recht, weil wir jetzt nicht mehr ans Meer kommen. Danke, Heiliges Römisches Reich. Es war mir von Anfang an klar, dass es ein sehr schwieriger Start wird, weil wir eben so eingekesselt sind mit ganz vielen Nationen hier in Europa. Aber ich finde, das ist auch interessant. Ich finde, das könnte dem Ganzen eine richtig große Herausforderung geben. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich den ersten Akt überlebe. Falls nicht, beginnen wir einfach ein neues Let's Play. Aber ich bin noch guter Dinge und würde sagen, schalte wieder ein. Bis dahin, euer Mische. Let's go back to the beginning. There. The world untouched.